Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Die Gilde 3. Ja, da ist es endlich das Spiel. Gleich eins vorab, ich muss mich entschuldigen für den durchaus schlechten Sound von mir, den ihr anders wahrscheinlich gewohnt seid. Aber das kommt nicht oft vor, ich entschuldige mich, aber ich muss einfach Die Gilde 3 euch zeigen. Es ist jetzt in Early Access, das heißt nicht fertig, nicht bugfrei, nicht aussagefähig jetzt zu 100%. Wir gucken mal. Und es ist auf Deutsch eingestellt. Alles so hoch es aktuell geht, bis auf den Ton natürlich. Da hier geht's nicht. Was die Informationen, bla bla bla, ist alles da. Hinweise anzeigen. Mehr geht nicht. Das ist das Menü. Und wir starten mal direkt los mit dem neuen Spiel. Ich hab's noch nie angehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Magdeburg, Augsburg, die mächtige Stadt London. Ich würde. Aber fangen wir in Magdeburg an, würde ich jetzt mal sagen. Schwierigkeitsgrad normal, unmöglich. Nee, machen wir normal. Karriere oder armer Schlucker? Jetzt wirst du, was der Unterschied ist. Wir fangen als armer Schlucker an. Wir testen uns einfach mal durch. Die Grafik allein schon mal ein schickeres, die Gilde. Das ist so. Vorname als Frau. Mindestens als Mann. Es ist nicht Benno, sondern. doch, wir machen mal. Oh, Entschuldigung. Nochmal, ist ja Magdeburg, ne? Was passt denn so? Naja, sonst hätte ich gesagt, Dewe, dann kennen wir mich, aber mein Familienname. Aber einfach mal King. Einfach mal King. Ich möchte nachher sagen, wie sie das geschrieben wird. So, Stimme? Hallo? Okay, er sagt noch nicht. Wir können die Stimme also noch nicht ganz testen. Und ich würde dieses Mal als Starttalent wieder den Gauner nehmen. Warte mal, was kann er dann? Ja, was muss musizieren und ich komme da aber nicht jetzt. Gaukelei, Wegelagern und Straßenauskundschaften. Kann ich da schon irgendwas genaueres erfahren? Nein. Okay, kein Problem. Early Access, wir wissen es. Ich möchte aber als Gauner anfangen, so wie immer, wir kennen es ja. Geschick. Schreibt die Fingerfertigkeit, die körperliche Aktionsfähigkeit und die grundsätzliche Körperbeherrschung. Das wollen wir. Kann ich nicht wieder machen? Okay, Körperform. Ja gut. Als Gauner jetzt nicht vom Vorteil. Das ist auch gleich so ein krasser Sprung sein muss. Aber lass mich mal. Lass mich mal. Gewandung. Entschuldigung. Als Gauner sieht bald mehr aus wie einer vom Hof. Gauner, komm, wir machen mal einen runtergekommenen Gauner, genau. Gesicht. Ja, der Bart kommt mir schon an, wenn ich mal wachsen lassen würde, aber. Ja, nee. Ach, egal, nehmen wir ihn. Gewandungsfarbe. Ach, komm, wir nehmen ihn so. Haarfarbe, lass was. Ich möchte nicht spielen. Oh, die alten Sounds sind wieder da. Wenn er dann laden würde. Also jetzt nur mal rein prophylaktisch. Entschuldigung. Wobei die Ladezeiten waren auch schon beim Starten. Nur für das Menü nicht gerade gering. Da, seht ihr, jetzt haben wir es. So, die Gilde. Das sieht so ein bisschen aus wie Banished von oben. Banished. Aber durchaus nice. Da kann man nicht meckern. Was haben wir hier noch? Ja. Bauernhäuser, Kirche. Ah, ich hoffe, es wird so nice, wie wir es alle hoffen. Es war ja eigentlich schon angekündigt, dass es als Vollversion, also fertig wird in diesem Jahr. Hat ja nicht geklappt. Ist im Early Access überhaupt kein, also sorry, für mich kein Problem. Das ist ein bisschen wie so ein Gothic 1, 2, 3, schieß mich tot. Man weiß, was kommt. Es ist ein Gothic. Elex wird bald kommen. Ich erwarte nicht, dass die Animation stimmt. Ich erwarte nicht, dass das Interface supi ist. Ich erwarte keine Bugfreiheit. Nein. Das, was man erwartet, ist Gothic im Herzen. Und hier erwarte ich genauso ein Gilde im Herzen. Mit Bugs. Mit den Eigentümlichkeiten. Mit zig Ladebildschirmen. Der jetzt ausnahmsweise hier schon verdammt lange dauert, aber. Das war jetzt noch nicht geplant. Ich könnte vorspulen, aber
Ich hoffe, dass er ja auch jede Sekunde endlich fertig wird. Fertig wird, verdammte Axt. Entschuldigung. Ich wollte nämlich wenigstens abwarten, ob ein Intro kommt, ob ein Video kommt. Und genau dann, wenn es wieder startet, kann ich es nicht zurückspulen. Dann habe ich wieder diese Wartezeiten etc. Und oder es ist aber frisch raus. Es ist tatsächlich ein Bug und ein Fehler, denn ich sehe, ich gucke mal gerade hier. Meine Technik arbeitet auch gerade nicht so toll. Milords, Miladies. Habe ich da meine Maus noch? Da, sie, ja. Sie. Okay, arbeitet. Wir sehen es, die Maus. So, gucken wir mal, was ist das hier? Eine kleine Mühle für Bäckerei etc. Da hinten ist das Feld. Da hinten ist eins. Oder was ist das? Ist das ein Feld? Ja. Jetzt die ganzen Felder. Bauernhof. Das gab es ja so vorher zum Beispiel nicht in den alten Teilen. Nicht, dass ich wüsste. Und ich habe irgendwas übersehen, irgendeine Mod. Haus, Schenke. Die Schenke zu klein. Kirche, Gotteshaus, keine Ahnung. So, jetzt sind wir die Ladezeiten aber doch ein bisschen, ne? Also, die Zeit holen wir nachher wieder raus. Nur, dass es mal gleich klar ist. Ach, endlich. Danke. Entschuldigung. Euer Startcharakter, der Avatar, wird im Laufe des Spiels altern. Also sollte jemand zum Heiraten und Dings finden, zum Bums finden, genau. Wird euch jetzt entschlossen, die Rolle eines mehr oder weniger armen, unerfahrenen Charakters zu übernehmen, der die Stadttore gerade erst erreicht hat. Ihr werdet hart dafür arbeiten müssen, um das Bürgerrecht zu erlangen. Ich kann da nicht. Kann ich nicht. Okay, das Spiel leckt ein wenig, habe ich gerade schon gesehen. Bitte sendet euren Avatar mit Hilfe der Taste 1 in den Wohnsitz. 1. Okay, ich muss jetzt mal ganz kurz erstmal. Oh, ja, wir sehen schon, das leckt schon hart. Ich guck mal gerade, dass der CPU ist keine Grenzen gesetzt. Die CPU läuft. Ich guck gerade mal. Läuft. Okay. Wie gesagt, Early Access. Uiuiuiui. Ja, wir sehen's. Early Access. Tut mir leid, dass ich das jetzt so hier. Uiuiuiuiuiui. Okay, wir gehen mal wieder im Nahbereich, ne? Huch, hoppla. Uiuiui. Die Steuerung ist. Warte mal. Ach, die kann ich ja nicht ändern, weil sie nicht. Ich glaube, ich würde aber sonst die Grafik mal einmal runterdrehen. Ich muss das Spiel neu starten? Nein. Okay, Early Access. Wir wissen, auf was wir uns eigentlich. Feierabend, was ist das? Genau, Feierabend, was ist das? Jetzt gehe ich ins Haus. Und zum Einsehen. Ladezeiten, exakt das, was ich meinte. Oder ist es das Wohnzimmer? Ist es das Wohnzimmer? Zähne verlassen? Dringliches? Ist das mein Wohnzimmer? Willst du mich verarschen? Okay. Bauernhaus, ja. So, was kann er dann zum Marktplatz? Gebäude verlassen. Soziale Maßnahmen. Nee, soziale. Ich möchte nicht immer gucken, wollen wir mal. Gewandung anpassen. Jemand ein Kompliment machen. Etwas schenken oder schlafen gehen. Ich habe nur 300 Goldstücke. Bauernhaus in verschiedenen Varianten. Betriebe. Das müsste ich mal gucken. Ah, das sind wahrscheinlich die markiert, die ich kaufen könnte, wenn dann. Entschuldigung. Das Glück ist mit euch. Das sind wieder die Nachrichten. Ich verhindere einen Anschlag auf ihr Gebäude. Alles klar. Und man kann es wenigstens gleich. Uiuiui, mal gleich wegklicken. Okay, es fehlt noch ganz schön hart die Soundausgabe, wie ihr gerade merkt. Okay, also zu viele Folgen. Ich muss demnächst das mal mit anderen Techniken aus, mit anderen Einstellungen probieren. Ich meine, jetzt ist es ja gerade nicht alles schwarz, aber. Das
Jetzt wirft gerade für mich viele Fragen auf. Was ist das für ein Fidget Spinner hier oben? Talentbuch. Gucken wir uns das mal. Um Gottes Willen. Wir sind ja hier. Okay, das ist also die Aufstiegsreihe. Oh Gott, wie viele, Alter. Unfreier, Gemeiner, Freisasse. Puh. Beisasse, Bürger, Freibürger, Patrizier. Gott, oh Gott, oh Gott. Fürst, Reichfürst. Schlachter. Keine Erfahrungspunkte, ne? Das ist schade, aber. Kann ich auch wieder das Tempo erhöhen? Ja, sehr schön. Mach ich mal das langsam zur Stufe. Pause geht nicht. Hä? Was war das? Ich Leertaste drück. Sehe ich. Warte mal. Dann sehe ich nur, wem was gehört. Aber warum ist der Weg dann grün und dann rot? Entschuldigung. Entschuldigung. Finstere Maßnahmen. Oh ja. Gaukelei. Wo soll er denn? Ja, soll mal. Hier auf dem Markt. Ich eile. Da hinten, sehr schön. Dann lassen wir ihn mal eilen. Wir sehen ja jedenfalls schon, es dauert. Ich guck mal gerade. Es ist nichts ausgelastet, alles in Ordnung. Ich gehe gerade mal nebenbei kurz, das seht ihr jetzt nicht, die Arbeitsspeicher etc. durch, wie der ausgelastet ist und durch. Nein, nicht mal ansatzweise. Nichts ist ansatzweise okay. Also muss man hier wahrscheinlich aktuell noch eine übervoluminöse Grafikkarte haben, die das gebändelt kriegt und ja, es ist so ist Ruckeln in Mittelerde hier. Tut mir leid. Derweil. Wir machen das Ganze mal ein bisschen langsamer, dann läuft es auch smoother. Sobald es schneller läuft. Ich denke, da wird es auch noch einen Patch nachgeben, ganz, ganz schnell. Gauklei war erfolgreich. 38. Werfen Sie mir zu, oder? Er springt nicht zu ihm hin. Okay, also wenn ich jetzt die Taste drücke, komme ich Escape, komme ich auch nicht mit Escape zurück. Steuerungstechnisch. Oh lol, da ist ein Gebäude. Zusammengekracht. Ich kann auch nichts mehr markieren. Ich muss. So, wo ist meiner denn? Ey, das ist jetzt. Wo ist er denn jetzt? Ist er im Haus? Ja, das ist ja mein Haus. Hör mal, ist er da unten? Bürgerhaus, ne, das ist ja nicht meins. Wobei, das hat doch die gleichen Farben. Habe ich Hallus? Gebäudemenü. Okay, geht nichts. Also, es ist, ihr merkt schon, auch wenn ich jetzt mehrmals klicke, also ich bin nicht so langsam oder so doof. Es braucht seine Weile. Gebäudemenü. Was können wir denn hier? Die Erweiterung möchte ich ändern. Was ist das? Brandschutz. Einbruchschutz. Schutz vor Krankheiten. Okay. Lagerfläche. Lagerplätze. Okay. Alles lagern, lagern, lagern. Schergen anheuern kann ich nicht. Da wird ein neues Haus gebaut. Okay, das muss meins sein hier vorne, aber why? Oder bin ich da nur drin? Da hinten steht er, ne? Ich weiß nicht, ich drehe mal die Zeit vor, ob sie noch ein bisschen was spenden. Was ist denn nun? Hier ist auch nicht mal Sound, ne? Okay, also ich habe ja mit Bugs gerechnet. Mit Bugs, wirklich, mit vielen. Aber alles hier, also es ist ja wirklich gerade am Leben vorbei. Das ist schon hart. Soundprobleme, Animationen etc. pp. Bilder werden nicht angezeigt. Von der Performance mal ganz abgesehen. Wir werkelten nur mal so was von, damit ihr mal wisst, was Prozessor werkelten. i7, 7000, noch was.
Also das ist jetzt keiner, der, ne, hoppala. Das ist kein Pentium 1. Irre. Okay, ich kann im Fenster Maßnahmen geben. Ich muss es mal langsam gestalten, tut mir leid. Es passiert nichts, wenn ich klicke. Jetzt. Was sind diese roten? Sind das da, weil irgendwelche Schergen, weil irgendwer da mir im Weg ist? Wir testen das mal. Sicher. Sehe ich also, dann gucken wir mal. Ah, die Zeit, also, ihr seht ja, das ist eine Rockelorgie seinesgleichen. Das ist nicht schön, das ist nicht gut. Ich werde es definitiv noch unter anderen Bedingungen testen, auch mit besserem Mikro. Entschuldigung, gleich vorab. Aber hier, kein Ton, kein nichts mehr. Ich meine. What? Huch, nee, Spielsprecher wollen wir nicht. Das ist alles an. Nur der Ton geht weg. Brunnen. Brunnen. Hä? Ulrike? 22 Uhr, da oben ist die Zeit. Hier wird gebaut wie bekloppt. Oh, das Feld vor mir wurde weggemacht für ein Haus. Die werfen mir 15 zu, die Menschen. Okay, Wege lagern. Geht ja nicht. Dann machen wir das. Wird erledigt. Hier, da bei der Kirche, was sagt da beim Eingang, wenn alle aus der Stadt rauskommen wollen. Ja, also ich muss. Huh? Das Orange. Entschuldigung, ich. Ich weiß gar nicht ehrlich, was ich sagen soll. Kein Talent gewählt. Ja, 120 Punkte. Was soll ich mir denn von 120 Punkten bitte holen? Ich möchte keine Handwerkskunst, verdammt. Ich möchte. Ich kann auch nicht runter, warum hier ist. Das ist halt, du siehst ja, ich kann runter hier. Hier, da ist was. Aber ich kann nicht. Warte mal, rechte Maustaste gedrückt haben. Beide zusammen. Beide zusammen. Also, der Pfad des Gauners. Also, jetzt hier für irgendwas, warum ist das? Nee. Was ist das denn hier? Soziales? Freie Stadt ermöglichen diese. Alles klar. Ich also engstöhnlich, nicht, also ein paar Vorteile. Schandtaten wieder euch gucken. Alles klar. 1000 EP. 6000. Also, ihr seht auch, das Leveln würde wahrscheinlich aktuell sehr lange dauern. Da oben vergeht nur die Viertelstunde. Viertelstunde, gar nicht mehr Minute wie sonst. Eine Viertelstunde, Viertelstunde. Okay, also ich bin erstaunt, dass ich euch nur so wenig zeigen kann. Hier ist das Hauptmenü. Gebäude. Da sieht man mal, was ich habe. Einnahmen, Hamburg, Handelsstädte. Home. Wittenburg, Berlin. Das ist alles ein bisschen in der Nähe. Familienangehörige. Okay, da ist niemand hinterlegt. Das ist da oben. Das hätte ruhig wieder unten sein können. Hier fehlen Bilder, was auch immer hier sein soll. Transporter, klar. Fällt weg, weil ich habe keine. Gildopedia. Das Ziel des Spiels. Das Spiel ist groß, dieses Spiel ist großartig. Auf der Startseite. Also Entschuldigung, da habt ihr echt. Das Buch ist mit nichts gefüllt. Doch jetzt. Es ist gefüllt, aber. Boah, ich weiß gerade echt nicht, was ich davon halten soll. Tut mir leid. Ihr seht ja, das ist eine Rugelorgie. Die Häusermenüs. Ich meine, what the fuck? Ich möchte ins Haus. Ich kann hier nicht ins Haus.
Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich möchte ins Haus. Ich kann nicht. Ist das ein angesehenes Mitglied? Huch, muss ich da drüber bleiben? Schade, dass Magdeburg einmal zu oft in die Quere kommt bei einer nächsten. Oh lol. Die kacken. Okay, liebe Leute, ich dachte, ich kann euch ein Spiel zeigen, aber hier ist schon wieder alles schwarz, weil es auch schon wieder den nächsten Bugfehler. Ihr seht, es sind Soundfehler ohne Ende. Grafikfehler, naja, was heißt ohne Ende, möchte ich jetzt sagen, aber Grafik ist mit Performance inbegriffen und das ist nicht CPU-Performance. Sorry, das ist auch nur 1070, die hier Minimum, also leistungstechnisch Minimum 1070, die hier werkelt. Entschuldigung, also GTX. Brauchen wir nicht drüber reden. Die Gilde 3 werde ich anders aufnehmen müssen, probieren, tun, machen, wie auch immer. Es war ein Versuch. Ich bin enttäuscht tatsächlich. Und ich habe schon viel erwartet, aber wenigstens, dass ich grob flüssig spielen kann. Aber das ist. Ich muss alles auf niedrigste Stufe wahrscheinlich mal einstellen. Das Lustige ist, wenn ich ins Menü gehe, geht es ganz kurz flott. Guck. Siehst du? Da ging es flüssig. Warum? Dann läuft er flüssig. Wenn jetzt hier. Okay. Ich warte vielleicht nochmal ein Patch ab. Mal gucken, was kommt. Es ist auch frisch raus. Wir sehen uns definitiv die Tage nochmal, wenn es flüssiger geht und ihr auch wieder einen besseren Ton vor mir habt. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. So blöd es klingt, trotzdem muss ich da sagen, weil es ist nicht selbstverständlich und hoffen wir das Beste. Bis dahin dann. Tschüss.